Ja, moin, moin, willkommen zurück. Es geht weiter. Was mir gerade aufgefallen ist, wo ich noch kurz was schnabuliert habe, dass mir ein bisschen Oxygen fehlt. Also produzieren wir wohl noch mal ein bisschen Oxygen irgendwo. Und wir machen das, ich glaube, wir machen das einfach hier. Moxi. Ist das so? Ja, ich glaube ja. Zack. Aber geil, wie das jetzt hier oben, ne? 112, 186. Bäm. Läuft. Tja. Aber sonst fehlt mir noch ganz viel. Ja, Wasserproduktion, wie gesagt, wird demnächst ein Problem werden. Kann ich mir vorstellen, weil ich bin jetzt bei 34,5 von 34,5. Also muss ich bald. Oh, Wasser anzapfen, sehe ich gerade, dass das ein Problem werden könnte. Hier ist noch einmal. Hier ist noch einmal Wasser, das können wir uns dann nachher holen. Medical Center, Machine Parts. Medical Center. Das hier. Ja. Woran liegt's denn, meine Freunde? Low auf jeden Fall. Low. Tja. Ich habe keine Ahnung, warum hier kein Zeug ankommt. Es ist natürlich ein bisschen dumm, ne? So, naja, wir haben jetzt. Jetzt haben sie es repariert, scheinbar. Ja. Okay. Frage ja, mich ja, wann das hier endlich mal ausreicht, dass es warm genug ist. Temperatur 20%. Na, mal gucken, ob das bei 20% was anderes wird dann. Das bei 20% dann auf einmal passt. Ah, gucken wir mal. So. Jetzt haben wir hier einen. Um einen kümmern wir uns nicht. 1,1 ist auch nicht schlimm. 2 ist nicht so schlimm. Ja, und so summiert sich das halt, ne? Hier 4,7 und 6. Achso, hier hatte ich den gebaut, genau. Ja. Okay. So, erstmal alles soweit so gut. So, alles gut, alles nice, alles schön. Die liefern Samen aus, die liefern alle Samen aus. Ja, ich würde sagen, da bewegen wir uns mal hier hin, um Wasser abzubauen, wa? Weil sonst gibt es ein Problem.
Ups. Oh, passt. Okay, und Strom wäre jetzt ganz gut, wenn es vice versa laufen würde. Research complete. Vegetation unlocks planting of bushes and trees in forestation plants. Fully grown bushes and trees are harvested for seeds by drones. Okay, cool. Drones. Not enough power. Was soll das denn heißen? Sind hier mal so ein Stromproduzent von dem Netz. Ja. Power Production, Power Demand, Stored Power. Der ist gar kein Faktor eigentlich. Okay. So, der reicht dafür. Terraforming müssen wir noch weiter vorantreiben. Da haben wir hier eins. Da kommt hier eins hin. Da kommt da noch mal eins hin. So, dann machen wir hier noch mal so ein okay. Ja, ist erstmal alles da, würde ich sagen. Solange, also hier habe ich jetzt dafür gesorgt, dass das hier abgebaut wird. Also, das ist der Ersatz für das andere. So, wir können auch weiter forschen jetzt. Also die plus 10, denke ich, gelten auch für den Rest, hoffe ich. Ist er voll? Der ist voll. Boah. Wahnsinn. Die produzieren einen Scheiß hier. Wie viel mehr was haben die denn hier? 500.000. Der hat gerade mal 10.000. Boah. Der hat 1.900 zu 500. Hier hat man nochmal. Aber das sind nur 62.000. 54.000. Das ist ja ein Wasserding. 500.000. Das ist ja der Wahnsinn.
So, noch für greifbare Sachen, ja. 55.000. Ich dachte, das gerade sah gerade sehr komisch aus. With the further expansion of the colony, there is a petition among our growing religious community to proclaim Mars a holy land. This is a sensitive subject that could stir some controversy in that colony. Such a great idea, hallelujah. All religious get morale boost, all other colonists get morale penalty. Mars is for humans regardless of their beliefs. All religious get morale penalty, all other colonists get morale boost. Not Church of the New Ark, this is absurd. Religion has no place on Mars. Comfort of all religious colonists is set to zero. Non-religious colonists get morale boost. Ah, jetzt weiß ich nicht, wie viel es hier gibt davon, ne? Keine Ahnung, ja. Bringen die was oder wollen die nur zum Bauen helfen kommen? Naja, also krass. 10, 20. 20, 30 für Bushes und Trees für 35, 35. Und Mixed Trees 75, 75 sogar. Hoho. Na gut. Das ist nicht schön, wenn das Game hängt, aber naja. Soll man machen, nicht? Vier Seeds gerade mal. Production Consumption. Tja. Was sind denn das hier? 12. Dreißig. So, cover crops grow slowly and have very low yield on harvest. They significantly increase the local soil quality, improving the growth time of following crops.
15 Wasser. Die Frage ist halt nur, wie kriege ich diese Wassergeschichte hin? Jetzt muss ich mal gucken. Also es läuft ja gerade mal alles. Okay, dann suchen wir mal. Es ist ja nicht Wasser, es ist ja doch, es ist Wasser. So, jetzt. Bum, 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 bum. Also ich habe gerade gelesen, das Terraforming kann auf jeden Fall noch anstrengend werden.
Okay, also ich habe jetzt eine Übersicht gefunden. Bei 25% habe ich Liquid Water, also flüssiges Wasser. Bei Temperatur, ne, logischerweise. Bei 50% dann Cold Waves End. Ich habe bis jetzt noch keine gehabt, aber ich habe einen Heizgenerator, das ist egal. Ja, Atmosphäre, Blue Skies, 50% Dust Storms End, 50%, bis jetzt hatte ich noch keinen. Meteor Storms End mit 80% ist cool. Vegetation Boom bei 30%, bei 60% und bei 90%. So, Toxic Rain Start bei 25% Atmosphäre und 25% Temperatur. Habe ich beides nicht. Weil ich keine Atmosphäre habe. Breathable Atmosphäre bei 50% und 95% Atmosphäre. Okay. Sustainable Grass bei 20% Temperatur und 10% Wasser. Sustainable Bushes, das ist ja das, was wir gesehen haben. Und Clear Rains 40-40, also bei 40% Atmosphäre, 40% Temperatur und 10% Wasser. Und Toxic Rain Ends bei 55% Atmosphäre und 55% Temperatur und 5% Wasser. Okay. Also, wenn ich 25% habe, sollte ich am besten noch keine Atmosphäre haben. Dann habe ich noch kein Toxic Rain. Okay. Na, geht doch. Jetzt verstehen wir das doch auch. Also müssen wir hier noch auf 25% kommen. Das dauert, denke ich, noch eine Weile. Okay, 0,25 pro Zoll. Diese Teile hier, wo sind sie denn hier? Das ist aber auch mehr gefährlich, aber das kommt schon. Seeds required, Growth Time 6 Stunden, Soil Quality increased 20, Mint Soil Quality 0%. Change per Soil 0,01%. From all working buildings 0,15%, current progress 6,2. Uiuiui. Ja. Das Teil ist auch geil, ne? Okay. Research complete. Don't take sanity damage when walking in outside domes. Das ist cool. Ja. Won a carbonate processor. Improves the atmosphere of Mars by burning waste rock. Retirement age and death from old age happen later in the colonist. Rare metals extractor produced increased by 50%. RC Commander can exploit deep water deposits. Das ist auch cool. Diversion have increased service comfort und ja. Machen erstmal das hier, weil das mir so ziemlich als nächstes ausgeht dann. Ah, Concrete geht aber auch bald aus hier. Aber das ist nicht schlimm. Concrete habe ich viel, viel, viel. Hier oben habe ich, glaube ich, auch noch einmal Concrete. Da kann ich auch hier einfach New rübergehen. coal incoming. Oh. Oh. Okay. The storm is fractured and is losing oxygen. Number of fractures 1, cost of repairs 5. Ah, cool. Hat sich dadurch was geändert jetzt hier? Nö. Okay. Metals Extractor. Achso, weil der voll ist einfach. Joa, schade. Acht Arbeitslose. Können wir denn noch machen? Nicht viel, 20 Arbeitslose habe ich.
Oh. Ja, aber ich kann ja echt nichts machen. Nichts, was ich bauen kann. Wo ich noch mehr Menschen beschäftigen kann mit. Das brauche ich nicht. Dafür habe ich genügend. Habe ich viel zu viel? Nee, habe ich genügend? Habe ich viel zu viel? Habe ich genügend? Brauche ich nicht mehr? Habe ich keine Ressource? Warum passt hier nicht mehr rein? Ja. Ja, Mensch, dir geht's allen gut. Denen geht's ja auch gut hier. Produzieren auch genügend Food. Ja. Jetzt mittlerweile eigentlich zu viele. Nichts arbeiten tun. Also sie nichts arbeiten. 26 Arbeitslose. Es ist logisch, dass sie voll sind, weil jetzt arbeitet ja kaum einer nachmittags so irgendwie so Zeugs, ne? Tja, können wir ja mal gucken, was man so bauen kann. Ich habe jetzt aktuell massig Ressourcen und überhaupt, der ist repariert, ne? Ja. Ich hatte doch, glaube ich. Ich hatte doch, glaube ich, irgendwo neue. Neue Gebäude noch. Und zwar. Gut, ich kann ja noch mehr forschen, ne? Wenn ich jetzt hier 6 Arbeitslose habe.
jetzt hier eigentlich noch ein Forschungsgebäude mit reinsetzen. Zack. Zack. Und was machen wir hier unten auch nochmal? Habe ich noch so viele Arbeitslose? Also hier passt keines rein, okay. So, dann gucken wir mal, was wir noch hier haben. Genau, die beiden haben wir nämlich noch gar nicht. Mal so ein Biorobotics Shop. Oh, der ist auch groß. Ich auch nicht hier rein. Oh, shit. VR-Workshop ist auch zu groß. Super. Naja. Gut, die können wir dann trotzdem gleich nochmal ausprobieren. Okay. Aber hier gibt es ja auch noch freie Arbeitsplätze. Also weiß ich gar nicht, warum die hier arbeitslos sind in diesem Gerät. So, das ist größer. Egal, noch. Okay. Dann eigentlich irgendwo eine Drohne oder so? Ein Roboter? Nein, ne? Ja, auch nicht. Ne. Sonst steht hier eine Servicekraft hinter, der steht jetzt nicht mehr hinter. Okay, da schläft einer. Okay. Nice. So, dann gehen wir mal wieder hier hin. Gucken wir mal, was hier so geht. Geil, Electronic Parts schon bei 15, ey. Das muss man auch erstmal, ne? Geil. Schön das Fenster auf, legt sich hin. Achso, macht das Fenster auch zum Hinlegen, geil. Also die sind dann zu Hause oder wie soll ich das? Ja, der arbeitet oder guckt Fernsehen oder so, er schläft. Also hätte ich, glaube ich, mehr Windräder gebaut am Anfang, hätte ich auch weniger Probleme oder hätte ich noch einen größeren Absatz gehabt, wahrscheinlich bei den Metallparts. Aber gut, ich hatte ja meine Prefab-Generatoren, in dem er und zack. So, sehr schön. Damit steigern wir mal schön diese Geschichte. Die Seeds gehen aber echt schnell weg hier. Zack, zack. Zack. Wie sieht es denn bei den anderen Dingen aus hier? Die produzieren noch. Jetzt bin ich bei 43 Seeds. Müssen wir mal gucken, wie schnell die weggehen. Ja, ich wollte jetzt bauen. Hier. Einmal die Biorobotics. Und einmal VR-Workshop.
Okay, Machine Parts und Concrete und Concrete und Yes. Döns. Echt? Electronics. So. Das Coole können wir hier teilweise wegnehmen. Gespannt, was das wird. Mal kurz gucken. Zwei Homeless. Ja, weil der nicht mehr genügend Schlafplätze hat. Na, dann bauen wir doch nochmal hier zwei Apartments rein, würde ich sagen. Meteor shower incoming. Schön. Einer noch. Ein Concrete fehlt noch. So, hoffentlich trifft mich da nichts. Aber das Ding ist halt, umso größer die Kolonie wird, umso wahrscheinlicher ist es halt, ne? Naja. So. Hui. Vocation Building dedicated to the creation of Biorobots. Workers receive comfort and morale boost and count towards the workshop milestone. Consumes machine parts. Machine parts. Okay. So, das Ding ist auch fertig. Zack und zack. The Vocation Building dedicated to the creation of virtual worlds. Workers receive comfort and morale boost and count towards the workshop milestone. Consumes Electronics. Schön. Okay. Nursery. Tja, brauchen wir wohl noch eine, wa? Hier will ich nicht rauf. Ich wollte auf die Milestones. So, 40% Workers and Workshops. 40%.
Wird hier jetzt noch Concrete. Jetzt Concrete mal so ein Problem wird, hätte ich nicht gedacht. Wenn die 20% voll sind, dann kann ich den See erstmal aufmachen. Sonst habe ich noch Prefab 7. Okay. Zack. Okay. Resist 70, 60. Okay, die sind ein bisschen besser noch, aber naja. Gut. Ja. Wo haben wir denn jetzt noch Arbeitslose? Müssen wir mal gucken, ein bisschen. Ein Homeless, ein Homeless. Vier Arbeitslose, drei. Ein verkackten irgendwas. Hier haben wir drei. Hier kriege ich auch nichts mehr angebaut oder so. Naja. Was haben wir hier hinten noch? Hier haben wir 12 jetzt. Hier haben wir 4. Hier um die 12 muss ich mich mal kümmern, ey. Ja. Lassen wir hier einen Ausgang offen. Baue hier und hier nochmal jeweils was hin. Ich brauche nur eins davon bauen. Machen wir das hier. Zack. Zack. Dann wie das hier. Zack. Robotics Workshop. Wenn es mal weg ist. Drüben noch mal ein Living Complex hin. Hier komme ich eh nicht mehr im Weg raus. Ich komme nur hier raus eigentlich.
Okay. Das hier ist eigentlich. Warum kann ich hiermit nichts machen? Das wäre noch cool, wenn man damit was machen könnte. Irgendwas. Wenn man anfangen oder so. Bringst du den Scheiß alles hier hin? Okay. Scheiß. Oder liegt das hier irgendwo rum? Ne. So, aber ich kann schon mal vorbereiten. Concrete. Also, die haben hier noch hingelagert und hier. Der Wahnsinn, ey. Das können wir jetzt erstmal so machen. Weil der hat ja noch was hier. Zack, zack. Wenn das weg ist. Ich brauche eh nur Eisen und Machine Parts, glaube ich. Genau. Aber dann ist das schon mal vorbereitet. Ja, das bringt mir halt hier nichts, dass ich da so eine Heating-Dings habe. Eigentlich kann ich die doch abreißen, oder? Die bringt mir doch echt nichts. Ist egal. Research complete. Jetzt habe ich sonst noch nichts, weil der fertig. Martian Born gain 10 Performance. Sehr schön. Retirement Age and Death from Old Age happen later. Kann ich noch einen Commander bauen? Can exploit Deep Water. Ja, machen wir hier. Die Atmosphäre brauche ich jetzt noch nicht. Ganz ehrlich. Okay. Ja, auch das mit den Tunneln, das hätte man mal vorher wissen müssen. Ist ja da einem auch einiges erspart, sag ich mal. Oh Mensch, schon ihr sammelt hier schon wieder Steine.
hier drumherum. Wahnsinn. Passiert hier irgendwas? Einseits ist das nicht schlimm. Der hat noch zwei. Der hat noch zwei. So, wir können jetzt hier noch zack und zack. Schon hat er keine Arbeitslosen mehr. Ja. Gut. Haben noch gar keiner drin. Oder nicht mehr oder so. Naja. Popo. Dass sie die hier nicht wegtransportieren, wundert mich auch ein bisschen, aber naja, ist egal. Soll nicht weiter mein Problem sein. Extrem langsam runter, weil wir hier ja noch was haben. Können wir nochmal eine Ladestation hinbauen, sehe ich gerade. Zack und zack. Ja, den bräuchte ich jetzt eigentlich auch nicht mehr hier, aber wo soll ich ihn hinstellen gerade? Gerade ist egal. Dann noch irgendwo ein Forschungszentrum gebaut, auch hier, ja. Dreizehn freie Arbeitsplätze. Vierundzwanzig freie Arbeitsplätze. Ja, hier nehme ich und hier nehme ich. Nee, ich habe keine Zugänge mehr hierhin. Tja, das Problem kriegen wir jetzt nicht mehr ausrangiert. Wäre natürlich noch cool gewesen. Also sind die jetzt. Wie viel? 24. 24. Das ist ein so ein Gebäude. Wir kommen voran die 55 Grad mal. Und die Teile haben 70, ne? 85 sogar. 60.
70. Also grundsätzlich haben die 70. Und durch die Farm da oder so haben die 85. Tja, ich würde schon gerne noch hier. Ich würde hier gerne schon noch Bewohner reinkriegen. Aber da ist nichts mehr frei, glaube ich. Ich glaube, so komme ich auch nicht vorbei. Nö, das ist ein Gebäude. Das wäre halt noch gut gewesen, weil dann könnte man. Will ich das jetzt erstmal rauskriegen? Leer kriegen, sozusagen. Was haben wir noch genügend? Jo. Was kriege ich nicht hin hier? Wäre schon noch geil, aber. Müsste dafür hier die Farm wegnehmen. Und dafür nochmal so einen hinsetzen. Das würde gehen. Tja. Hä? Ist das ein Split Power Grids? Wegen dem hier oder was? Aber wie ist doch. Ach doch, ja, hier ist ja nur Water, deswegen. Naja. Also ich meine, die haben ja genügend, aber. Tja. Schon komisch mit dem Zeichnen hier, naja. Ja, komm. Dann baue ich hier nochmal so ein 24er Haus hin. Gar kein Concrete-Lager hier, merke ich gerade mal so ein bisschen.
Wobei das eh gleich leer ist. Aber hier drüben kann man schon mal eins hinmachen. Wo ist es denn? Da. Alle, die ich loswerden will, die habe ich auf Null gesetzt. Klappt zum Teil sogar. Ja. Ja, Pflanzen brauche ich auf jeden Fall noch mehr, sehe ich gerade. Aber ich habe nur noch 5. So, dann kann ich das auch auf Null bringen hier. Also schon. Na gut. Ich denn noch sind da hier? Da wo ich Seeds produziere, sollten die auch. Mal gucken, die sollten auch auf 5 sein. So, okay. Ja. Ja. Okay, 27. Ja, ich würde sagen, da können wir uns eine neue Rakete holen eigentlich. Arbeitsplätze noch. Na, ich denke auch. Passenger 140. Launch. Research complete. Research Lab, Hawking Institute, Network Nodes, Upgrade, Amplify, increases production by 25%, but also increases power consumption. Okay. Okay. Das H. Muss ich noch verbauen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Die zwei Domes habe ich jetzt.
Eine Schule. Das war der, den ich schon habe, ne? Ja. Aus der Perspektive ist natürlich auch geil wieder. Achso. Ist auch nichts drin. Ist auch nichts drin. Hier? Auch nicht. Hier? Auch nicht. Okay. New Ja. colonists have arrived. Colonists are departing. Zwei Stück. Naja. Eigentlich hier irgendwas wieder? Nein, noch nicht. Immer noch nicht. Ups. Sechzehn. Ja, na denn, arbeiten Sie mal nicht. So sieht ja schon viel, viel besser aus. So, nichtsdestotrotz benötige ich noch Seeds, noch mehr Seeds. No unemployment, no vacant workspaces. Okay, das ist schlecht. Ne, wenn dann hier, weil dann gehe ich nicht hier in die Richtung raus. Und zack. Wie sieht's hier hinten aus? Könnte man auch weitergehen? Frage ist halt, wozu? Denke auch, wenn das hier fertig ist, dann ja. Sonst mal ein bisschen auf die Suche machen. Es gibt keins hier unten, sehe ich gerade so. Die nächsten werden hier oben.
Hier kann man einen Dom gut platzieren, weil es sind 1, 2, 3 Sachen. Hier aber auch. Mal gucken, wie so ein Dom hier steht. Need in terrain. Blocking object. Was blockiert denn hier? May block access to a deposit? Die Dinge hier, oder was? Man baut die Kanne ab. Genau, ich baue den so hin, dann ist er nämlich schön weit außerhalb von allen. Ja, aber dann auch eher hier hin. Ja. Zack. So. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Tunnel. Gegenseite. Zack. Gut. Ich benötige jetzt einen Anschluss an das Wassersystem. Das macht gar keinen Sinn. Das auch nicht. Naja, wenn ihr wollt. Zack. Okay. Die Rakete kann weg. Wir fliegen hin und her, wie die Wilden. Wie die Billen. So, Drohnenkommandoreichweite passt. Die passt nicht. Nur noch ein bisschen Seaton platzieren. Ja, machen wir hier hin. Zack. Aha. So, und jetzt brauchen wir den hier. Genau. Der kommt nämlich. Hier hin. Weil, wenn das nämlich fertig ist. Das können wir jetzt schon machen. Hier nehme ich einen Drone ab. Zack. Es kommt ein Turm hin. Und es kommt eine Anlage hin. Mal wieder. Das ist eine Reichweite dazu. Die anderen, die kann ich ja so machen, das wäre nicht schlimm, aber somit habe ich erstmal einen Anhalt. Wasser. Weiß ich gar nicht, wo hier der Anschluss ist von dem. Naja, sehe ich dann. Der andere ist ja erstmal unterwegs. Auch eh noch eine Weile.
Ja, ist jetzt auch nur eigentlich so, dass sie jetzt mal ein bisschen Workload haben und so. Aber ganz ehrlich, hätte ich das von Anfang an gewusst mit diesem Tunnel, wäre ich schon ganz anderen Weg gegangen. Wäre ich hier hin, zack, hier runter, und wäre der Tunnel hier rausgekommen, wäre ich hier lang gegangen und da lang. Und so geht der jetzt hier hin, zack, zack. Naja. Das hier passt ja, aber das hier wäre halt geiler gewesen. So, zack, und dann hätte ich zack, zack und fertig. Naja. Achso. Research complete. Extractors upgrade fueled extractor, producing grid by 30% as long as a building is supplied with fuel. Schön. Ich will, dass es den Leuten noch besser geht. Noch besser geht. Fuel Extractor. Zählt das noch dazu? Ja. Jo. Hier. Ach, hier habe ich noch gar keine Dings gesetzt, sehe ich gerade. Keine Markierung, nicht? Extracte ich hier noch irgendwo was? Ne. Oh, schön, das hier reingeknallt schon. Zack. Zack. Eigentlich, dass der hier keine Steine produziert, wundert mich ja so ein bisschen, aber okay. Soll mir recht sein, ne? Sechshundertfünfzig, das ist ja nichts. Ah, lass mal erstmal. Hier oben kann man eine Ladestation hinbauen. Wer ist der andere Typ? Da? Naja. Ah, da. Kann ich mal sehen. Natürlich geil, weil du überbaust ja mit dem Dome. A block access to deposit. Ist der Comfort of Resident boosted? Warum kriegst du nichts rein? Das würde klappen. Ja, das ist trotzdem noch ein Zugriff auf die zwei Wasserquellen, die auch gar nicht so klein sind. Yes. Warum hat der keinen Strom hier eigentlich?
Limitierte Selbstversorgung. Achievement. Power Production 1410, Total Demand 1600. Wieso ist das denn jetzt auf einmal weg eigentlich? Ich bin mal gespannt, wenn das behoben ist, das Problem dann auch behoben ist. Ein großer. Okay, die produzieren jetzt auch Dings. Zack, zack, zack. Soll ich irgendwie auf den Grocer kommen? Okay. Hat keine Lebensmittel. Weil die haben anderes zu tun gerade. Okay. So, produzieren wir mal wieder ein paar. Das ist auch geil. Achso, homeless. Okay. Genau. Neun Stück noch unemployed. Du produzierst aber auch falsch, Digga. Das passt. Das passt. So.
Habe ich nämlich wieder was verbannt. Das Universaldepot. So. Und ich kann jetzt Strom und Wasser legen. Nicht mehr wüsste, wo es losgeht. Das ist ja geil. Das ist ja echt geil. Hier unten zeigt das an. Hier oben aber nicht. Zeigt es auf beiden Seiten an, aber auch immer nur auf der Seite, die ich auswähle. Welchen Stern sind die Anschlüsse? Da und da auf derselben Höhe, also. Also da. Research complete. Deswegen. Ist auch geil, dass hier ist, das hier bauen wir. Anstatt das hier mal. Naja. Oder jetzt. Okay. Giant's Rocketry. Allows the construction of rockets on Mars. Passenger rockets carry 10 more. 23 Arbeitslose. Wieso das denn bitte eigentlich schon wieder? Fünf. Zwölf. Zwölf Arbeitslose. Tja. Na gut. Ja, nichtsdestotrotz machen wir hier jetzt erstmal Schluss. Weil der Rest kommt jetzt ja erstmal und alles und damit hier Dings und Gebums. Damit das ja gebaut, das gebaut. Dieses hier, dann können wir das aufbauen. Machen wir nochmal 503 und 573.
Das passt erstmal, würde ich sagen. Hier haben wir noch mehr Concrete, hier haben wir noch so eins, hier haben wir noch so eins und hier. Jetzt muss ich mal gucken, kann ich hier wenigstens zwei verbinden nochmal? Ja, doch, das würde gehen, die beiden zu verbinden. Und dann stellt man hier noch einen daneben. Dann hat man die beiden noch. Und das hier. Das geht schon. Muss halt wirklich so sein. Und dann muss halt hier unter, sage ich mal, hier muss dann sozusagen die Abbaustelle sein und hier, die kann man ja ein bisschen reinziehen. Und zwar, genau, baut man die dann hier so hin. So, da muss sie. Das weiß ich nicht, aber ich glaube im blauen Kreis muss es sein und der graue ist der Schmutz. Dann macht man es so und so und dann passt der Dom da genau schön mittig rein, nicht? So. Genau. Gut, aber so entsprechend erweitern wir hier alles. Ich schlage mal noch über einen da. Dann haben wir die. Dann können wir die noch machen. Später haben wir hier noch eins und hier noch eins und hier noch eins. Ja, wenn ich mal an das Tief hier kommen würde, zum Beispiel. Oder diese noch Tiefe. Die wären schon geil, zum Teil. Ja. 50.000, 500.000 Wasser, ey, das ist der Wahnsinn. Nochmal 500.000 hier oben. Das ist ja nie wieder Wasserproblem. Nochmal 500.000. Naja, Temperatur ist ja auch dann bald, dann können wir den ersten Brunnen anschalten. Aber ich glaube, die 500.000 brauchst du auch für diese fiesen großen Seen. Fällt mir gerade mal so ein. Weil so ein großer See, Consumption 1, 3, 5, 10. Und der ist dann schon mal so eine Nummer hier. Also was kann man da noch gut hier hinbauen? Schon Probleme mit dem Terrain, den überhaupt irgendwo hinzustellen erstmal. So ein Teil hier. Hier könnte man so einen Teil hinbauen, schön. Wasseranschlüsse sind unten. Zack. Hätten wir so einen fiesen See. Aber was können wir dann machen? Erstmal wird hier noch schön geklotzt. Statt gekleckert, ne? Genau, gut. Soll es erstmal gewesen sein, soweit. Wie ihr seht, es ist grün. Ne, es wird noch grün. So. Okay. Das reicht für heute. Ciao, ciao. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht. Bye.